Reisende reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. Eine Moped-Batterie an zwei Widerständen. Der Minus und hier ist der Plus. Einfach eine Spule. Und der grüne Balken vom Kompass zeigt nach Norden. Also ist quasi natürlich auf der anderen Seite Süden demnach. Ne? So, wenn ich jetzt den Plus unten an der Spule anlege und oben oder links Plus und oben oder rechts Minus, zeigt der Kompass bzw. das Magnetfeld, dass hier Süden ist. Ne? Natürlich ist auf der anderen Seite, können wir ja nochmal kontrollieren, müsste dann Nord sein. Die Batterie lässt schon ein bisschen nach, aber er pendelt sich jetzt auf den Grün darüber ein. Wenn wir jetzt die Anschlüsse drehen, dreht sich auch das Magnetfeld von dem Elektromagneten. Jetzt zieht er hier Süd an. Vor uns hatten wir am Anfang hier Süd, jetzt hier Süd. Und laut den Büchern und allen ist es dann damit schon geschehen. Also wir können uns mal merken, am Minus war der Südpol. Ne? Ich denke, das können wir festhalten. Jetzt habe ich noch eine Spule. Ich habe die farblich, ich weiß nicht, ich hoffe mal, ihr kennt das, also die angeklemmt war, ist ein bisschen heller. Ja, so sieht man es ganz gut. Ne? Hier haben wir den riesen weißen Fleck vom Sekundenkleber, den haben wir bei der anderen nicht. Und wir merken uns nochmal, Süd war Minus. Jetzt nehmen wir die andere Spule, die lege ich jetzt mal hierher. Legen jetzt hier wieder ein Minus an und auf der anderen Seite den Plus. So, und siehe da, jetzt haben wir, jetzt wird langsam die Batterie schwach, uiuiui. Ah, das gibt's noch nicht. Ich mache mal den Infowiderstand raus, dann muss das nochmal gehen. Na, jetzt ist Minus auf einmal Nord. Na, ich kann jetzt hier wieder drehen. Und jetzt ist wieder 180 Grad verdreht. Jetzt ist Süd hier an der Stelle, das Magnetfeld. Ja, und das ist im Endeffekt der dritte Zustand der Spule. Was so auf den Seiten erstmal nicht erklärt wird. Und der Trick ist einfach, wenn wir jetzt die zwei Spulen uns mal genau angucken. Also der Unterschied ist, dass die eine Spule, wenn man jetzt mal von oben drauf guckt, hier angefangen von der Mitte unten gegen Uhrzeigersinn und hier ist mitten Uhrzeigersinn. Na? Und egal wie ich die Spule eine halten wir jetzt mal fest, wenn ich die jetzt einfach um 180 Grad drehe, kommt dasselbe raus. Na? Also ich komme nicht auf die Spule. Es sind wirklich zwei verschiedene, ja, linke, rechte Spule, linker, rechter Wirbel.